Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der nicht der Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens natürlich. Gehe zum Zaubertrankunterricht. Ja, das ist unsere Aufgabe. Aber ich möchte jetzt auch nicht nur durch die Story durchhuschen. Nebenquestmäßig haben wir ja meines Wissens alles durch. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich guck noch mal in die Gegenstände rein. Bücher. Tripiculus, Magi. Hä, das Buch hatten wir doch abgegeben. Interessant, dass wir es immer noch im Inventar haben. Schulklassebücher. Ja, einfach damit wir es haben, scheinbar. Verschiedenes. Verliesschlüssel. Verliesschlüssel. Dazu irgendwelche Infos? Nö. Verliesschlüssel. Wo haben wir den Verliesschlüssel denn hergekriegt? Keine Ahnung. Aber ich möchte mich jetzt gerne wieder im Duellierclub probieren, wenn wir rein dürfen. Ja. Dritte haben wir, glaube ich, auch erledigt gehabt, ne? Ja. Du hast mich bereits einmal besiegt, aber ich möchte es gerne nochmal versuchen. Nö. Wenn ich dich schon hatte, dann will ich dich nicht nochmal. Ich bin ein Viertklässler, Harry. Ich werde es dir bestimmt nicht leicht machen. Klar, nehmen wir das Duell an. Wir haben ja auch ein paar neue Zauber gelernt. Hier Petrificus, Totalus, Entschleime. Habe ich noch nicht rausgefunden, wofür wir das einsetzen können, aber wir haben es zumindest. Mucus et Nauesam hat 3 Stufen. Aber die erste Stufe reicht erstmal. Ich habe nur keine Ahnung, ob es jetzt gewirkt hat. Ja, hat gewirkt. 15 Schaden, Chip Damage jede Runde. Damit können wir definitiv arbeiten. Und wird effektiver sein als der Incendio auf lange Sicht. Wow. Der arbeitet mit Triad-Zauber. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Match, wo einige Tränke für drauf gehen. Wow. Ich probiere es nochmal. Mit derselben Taktik. Ja, vielleicht sind wir einfach momentan auch zu niedrig gelevelt. Wenn es jetzt nicht klappt, dann probiere ich es nochmal mit der Drittklässlerin. Null Schaden, ja. Ja, ich nutze den trotzdem weiter, um Incendio zu üben. Der ist ja schon gut angechippt. 30 Schaden. Wisst ihr was? Ich fange jetzt schon an mit Tränken. Ich mag es nicht zu verlieren. Und wer weiß, vielleicht nutze ich dieses Video. Wow. Das war ordentlich Schaden. Mega Power Trank. Wieder ordentlich Schaden. Weniger wird das nicht. Wir können Harry natürlich auch einmal über Karten komplett hochheilen. Gesundheit wird aufgeladen, Runde für Runde wird vollständig wieder aufgeladen. Ja, so sehen wir auch mal ein paar Kartenkombinationen. Das ist okay. Jetzt können wir nochmal Incendio einsetzen. Ne, wenn wir komplett verlieren, werden wir sowieso wieder hochgeheilt, also insofern. Ja, normaler Mega-Power-Trank. Der eventuell auch nicht ausreicht. Ich nehme noch einen normalen Mega-Power-Trank. Davon haben wir mehr und die sind nicht ganz so viel wert. ...75 Schaden. Jetzt können wir den Großen einsetzen. Ich will den besiegen.
Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Das ist es mir in diesem Part jetzt mal wert. Wir müssen ja nicht nur mit der Story durchrushen. Ja, ich möchte aber die letzten 10 MP auch noch loswerden. Und wenn ich nochmal eine Kartenkombo einsetzen muss, ist mir das auch dann das wert. Keinen Schaden kassiert. Gut, dann können wir nochmal einen normalen Mega-Power-Trank. Ja, viel hält der nicht mehr aus. MP haben wir eh keine übrig. Normaler Mega-Power-Trank oder ein bisschen Overheal? Overheal. Jetzt möchte ich nicht mehr gekillt werden, so low wie wir den gekriegt haben, dank dem Mucus Ad Nauseam. Ja, ist egal. Nochmal Overheal. Und mit einem Fünfklässler brauchen wir uns noch nicht anlegen. Frisst zu viel Heilung. 150 Erfahrung. Und einen neuen Level freigeschaltet. Ich hätte nie gedacht, dass du es schaffst, mich zu besiegen. Du kannst jetzt den Schüler aus dem 5. Jahr herausfordern. Hier hast du deine Belohnung. Die hast du dir verdient. Stahlnetzhandschuhe. Okay. Stahlnetzhandschuhe hört sich so interessant an. Bisschen weniger Beweglichkeit, aber alles andere erhöht sich. Gut. Ronalds. Dann kriegst du jetzt das Leder an. Wobei Leder bei Hemi. Nein, 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 nicht schon wieder Kopfkino. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, Harry hat einen kleinen Vorteil jetzt, aber ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt Snape ärgern. Wir machen doch in der Story weiter. Oder können wir noch shoppen? Ja gut, du hast nur Karten. Nur ist auch gut. Ja, ich spare jetzt mal die Kohle. Den anderen Weasley-Bruder besuchen wir das nächste Mal, wenn wir in der Nähe vom Gryffindor-Turm sind. Weil ich doch mal die Charaktere möglichst gut ausrüsten möchte. Hier haben wir eigentlich schon alles durchsucht. Das ist die Vorratskammer. Wie kommen wir bloß hinein, ohne gesehen zu werden? Ich habe Filibuster Feuerwerkskracher hier. Einen für jeden von uns. Wir können ihn damit ablenken und uns dann reinschleichen. Ach, Potter und Kumpan, hört sofort euch auf zu grinsen. Setzt euch hin. Ah, jetzt weiß ich, wozu der Zaubertrankunterricht war. Ihr wisst es gleich auch. Oder könnt es euch schon denken. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht sehr viel Erfolg haben werde, möchte ich heute versuchen, euch zu erklären, wie man ein Schwellgebräu zubereitet. Wenn er sich umdreht, hauen wir ab. Für diejenigen von euch, die das große Glück haben, lesen zu können, werde ich die Formel an die Tafel schreiben. Jetzt! Was ist passiert? Was geht hier vor? Los! Ja, als ob der zur Seite gucken würde und nicht nach vorne Richtung Klasse, wenn da alles rumblökt. Okay, da sind wir. Wir müssen schnell die Baumschlangenhaut und das Zweihornhorn finden. Ich habe das Zweihornhorn entdeckt. Ich habe ein paar angelutschte Zitronen in einer Tüte mit der Aufschrift Mittagessen gefunden. Komisch, ich dachte eigentlich immer, Horn macht lustig. Ja, in Snapes Fall anscheinend nicht. Aber das Zweihornhorn haben wir schon mal und offensichtlich ist das hier als normaler Trainingspart geplant in-game. Auf den Käse, jetzt bin ich mal gespannt.
Was dabei passiert? Nichts. Scheint zumindest nichts. Verdimilius, Milius, Dios, was weiß ich. Also Incendio hat bei den Totenschädeln nicht funktioniert, das habe ich auf dem Schirm. Dimilius, den möchte ich eh gelevelt haben. Wie so manch anderen Zauber auch. Hermine gibt auch ihr Bestes. Und lasst mich raten, Ron verletzt sich gleich wieder selber. Fliegevieh, Verdimilius ist eigentlich relativ logisch. 12 Schaden, nicht so viel auf einmal. Verdimilius? Ich teste jetzt die Zauber durch. Milius hilft nichts. Flipendo? Dürfte bei Hermine sowieso noch gelevelt werden. Flipendo scheint der effektivste Zauber zu sein. Ja, dann. Machen wir mal. 21 Schaden. Harry müsste mehr machen. Dadurch, dass er auch eine bessere Ausrüstung hat. Deutlich bessere Ausrüstung. 24. 3 Schaden mehr, nicht so viel. 71 Erfahrung. Und ich befürchte, wir dürfen die Baumschlangenhaut von irgendeiner Riesenschlange uns beschaffen. Ja, hier bin ich schon lang gelaufen bei einer kleinen Erkundungsrunde. Weiter geht's, den Gang hinauf. Zicke, zacke, zicke, zacke. Also ich habe keine Ahnung, ob ihr es jetzt mitgemacht habt oder nicht. Für die, die es gemacht haben, good job, Leute. Für die, die es nicht gemacht haben, schämt euch. Ui, das sieht nicht aus, als müssten wir uns mit einer Schlange hier rumprügeln. Schön. Ich habe die Baumschlangenhaut gefunden. Dann haben wir alles. Machen wir, dass wir hier rauskommen, bevor da draußen wieder Ruhe eingekehrt ist. Das hörst du bis hier hinten, ob da draußen Ruhe eingekehrt ist oder nicht? Bei dem ganzen Viehzeug, was hier rumlungert? Respekt, Harry. Respekt. Dann wollen wir mal raus. Ne, ich könnte natürlich auch noch ein bisschen Training mitnehmen. Aber ich lasse es sein. Alle hinsetzen. Der Zaubertrank ist nicht explodiert. Alle wieder zurück auf ihre Plätze. Och, der hat gar nicht geguckt, wo wir raus sind. Schön. Ich kann mir ganz genau vorstellen, was hier passiert ist. Jemand hat mir einen Streich gespielt. Wenn ich beweisen kann, wer das war, werde ich dafür sorgen, dass dieser Unruhestifter rausfliegt. Musst du immer die Worst-Case-Variante androhen, Snape? Auweia. Der Unterricht ist für heute beendet. Ihr könnt alle gehen. Am besten schnell. Machen wir, dass wir rauskommen. Oder anders ausgedrückt, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Harry Potter. Ich möchte mit dir sprechen. Ich dachte, du wolltest uns loswerden. Was gibt's denn, Professor? Ich kann leider noch nicht beweisen, dass du das Chaos verursacht hast. Aber ich bin mir fast sicher, dass du es warst. Ich glaube, in einem Zaubererduell im Duellierclub zwischen dir und Draco Malfoy könntest du viel lernen, Potter. Geh sofort zum Duellierclub in der Nähe der großen Halle. Ich wollte eigentlich jetzt so schnell nicht wieder hin, aber bitteschön, Snape, wenn du möchtest. Naja, wenigstens hat er dir keine Strafarbeit verpasst. Naja, konnte ja nicht beweisen, wer es war.
Und er hat dich auch nicht von der Schule verwiesen. Warum sollte er auch? Er hat keine Beweise. Hast du ihm nicht zugehört? Normalerweise treibst du es doch immer allen unter der Nase, dass man nicht zuhört. Hermine, Hermine, Hermine. Du wurdest mir sympathisch und jetzt wirst du mir wieder unsympathisch, weil du dich an deinen eigenen Worten nicht mehr hältst. Ich glaube, ich kann Malfoy besiegen. Aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei der Sache. Gehen wir. Du hast die Zaubertrankzutaten gefunden und Snapes Unterricht überlebt. Ja, bei den Viechern da hinten im Lager. Du hast dir eine Belohnung verdient. Geh in den Sammelverein, um dir eine neue Kartenkombination abzuholen. Oder anders ausgedrückt, verarsch die Lehrer und werde dafür belohnt. Was für eine Schule. Aber nein, wir halten uns jetzt nochmal weiter in die Story auf. Das wäre mir jetzt definitiv zu früh, den Part zu beenden. Deswegen nehmen wir den nächsten kleinen Story-Abschnitt auch noch mit. Ron und Hermine verlassen die Gruppe. Das sind ja alle. Und Lockhart auch. Auch er sollte die Sache besser schnell hinter sich bringen. Welche Sache soll Lockhart denn hinter sich bringen? Ah, und der zweite Duellant ist eingetroffen. Darf ich Ihnen allen die wohl talentiertesten Zauberer von ganz Hogwarts vorstellen? Jeder weiß, wer die beiden sind, Gilderoy. Wir sollten lieber anfangen. Sind die Duellanten bereit? Ich bin bereit. Es wird mir eine Freude sein, dich zu verfluchen, Potter. Die Natur hat dich schon genug gestraft, da kann man nicht mehr viel verderben. Ich bin bereit. Viel Glück, Harry. Und los. Let's go. Ja, wir dürfen sogar anfangen. Sehr schön. Informus auf. Dass das jetzt funktioniert. Bei den normalen Duellen funktioniert es nicht. Just for fun mache ich es jetzt mal auf Malfoy. Ich will wissen, ob der auch im Boot hier aufgeführt wird. Der Schaden ist es mir wert. Egal wie viel das ist. Und, bist du wirklich aufgeführt? Ach, schade. Aber den Versuch, den war es mir auf jeden Fall wert. Komm. Ich verpasse dir eine Erkältung. Wow, der Viertklässler hat mehr Probleme gemacht. Er hat zweimal Incendio. In your face. Ein Schaden, nicht so viel auf einmal. Ne, ich werde garantiert nicht gegen Malfoy verlieren, das könnte euch knicken. Und wenn ich da den letzten Trank für rausballern muss, das ist mir egal. So, den großen Mega-Power-Trank, gut, dass wir uns davon welche aufgehoben haben. Und jetzt fange ich auch an, mit den Aufpäppeltränken zu arbeiten. Einen großen oder erstmal einen kleinen. Mal gucken, wie viel der hochhält. 30. Nur reicht für 3 Incendios. Zu denen wir scheinbar sogar kommen. Auch wenn sie nur einen Schaden machen, aber einsetzen müssen wir sowieso zum Hochleveln. Andere Zauber werden sinnvoller. Gibt es eigentlich Petrificus? Nein, Entschleime. Expelliarmus gibt es. Den habe ich nur noch nicht gelernt. Nach dem Duell? Er wird sich storytechnisch zumindest anbieten. Na, du kriegst noch ein Incendio drauf. Und dann können wir uns wieder hochheilen. Malfoy, wir müssen nur lange genug überleben, dann hast du eh verloren, also streck jetzt schon die Flügel. Gib doch einfach auf, Jung.
Uns gehen auch langsam die super mega power tränke aus. Null Schaden. Na, normaler Aufpäppeltrank reicht sogar. Arbeite ich weiter mit Incendio, auch wenn es den Kampf ein wenig hinauszögert? Ja. Ich weiß, der Part hat die 20 Minuten jetzt schon geknackt. Und länger will ich Parts ja eigentlich nicht haben. Nichtsdestotrotz möchte ich den Incendio-Zauber unbedingt auf Stufe 2 haben. Auf 3 kriegen wir viele Zauber ja eh nicht. Außer ich trainiere wirklich noch nebenbei im extra Part. So, oh, Training only. Aber das will ich auch nicht. Ein super mega Power Trank noch. Jetzt wird langsam eng, wenn der Schaden weiter so ansteigt. Der darf nur nicht kritten, das ist alles. Und. Dieses Gewabbel, welcher Zauber ist das? Ist das der Expelliarmus? Ja, das kriegen wir ja immer mit den normalen Mega-Power-Tränken gut gegengeheilt. Die kleinen Schadensgeschichten. 37. Der dort wirkt. Der macht hier gerade am meisten Schaden. Der Mucus et Nausam ist mein Lieblingszauber gegen so einzelne Gegner. Wenn wir genug Möglichkeiten haben, uns gegenzuheilen. Das ist der einzige Punkt. Ja, und zum Incendio-Leveln komme ich immer noch. Dafür brauche ich jetzt keine Tränke rausballern. Gewonnen! 150 Erfahrungspunkte und eine Karte. Und ein neuer Level. Wieder alles voll geheilt. Und Incendio Stufe 2. Merci, Malfoy. Serpensortia! Nein, hau ab! Hilfe! Sie hat es auf Justin Finch Fletchley abgesehen. Okay. Ich dachte eigentlich nur Justin, aber bitteschön, dann haben wir jetzt den vollen Namen. Weg von ihm. Alles klar, Justin? Ich hätte nie gedacht, dass du es warst, aber du musst es gewesen sein. Was meinst du? Das Duell ist unentschieden. Nicht wirklich. Du bist ja noch vielseitiger, als ich dachte, Potter. Das hätte ich dir nie zugetraut, Potter. Neuer Zauber erlernt, Expelliarmus. Dankeschön, da ich mich bei Draco bedanke. Oh, oh. Das Gerede nehmen wir noch mit und danach beende ich den Part, weil mich bei Draco bedanken müssen, das hat mir jetzt den Rest gegeben. Ich wusste ja gar nichts. Was wusstest du nicht? Du bist ein Paselmund. Du kannst mit Schlangen sprechen, in ihrer eigenen Sprache. Warum hast du uns das nie erzählt? Mir ist das vorher erst einmal passiert. Ich dachte nicht, dass das so etwas Ungewöhnliches ist. Es ist eine sehr seltene Gabe, Harry. Das ist schlecht. Na, immerhin habe ich die Schlange aufgehalten. Was soll daran schlecht sein? Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Jetzt wundert sich die ganze Schule über dich. Sie glauben alle, du wärst ein Nachfahre Slytherins. Und sein Erbe. Aber das bin ich nicht. Ja, wie wollen wir das beweisen? Ich werde versuchen, Justin Finch Fletchley zu finden. Und ihn davon zu überzeugen, dass ich die Schlange nicht auf ihn gehetzt habe.
Ja, ich suche auf dem Hof. Ich suche im Kerker. Los! Hermine, du gehst freiwillig in den Kerker. Du, die als Schlammblut bezeichnet worden ist von einem Slytherin und bei den Slytherins wirklich am unbeliebtesten ist. Nicht sehr schlau, aber have fun. Und ja, sie verlassen wieder die... Nee, sie haben ja die Gruppe schon verlassen. Du hast Draco Malfoy besiegt und Justin vor der Schlange gerettet. Du kannst dir eine neue Kartenkombination im Sammelverein abholen. Wie gesagt, dass ich mich jetzt für Expelliarmus bedankt habe, ist das eine. Aber dann auch noch bedankt bei Draco. Nein, 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 nein. Ob uns Justin überhaupt mit uns redet, uns verzeiht etc. pp., das finden wir erst im nächsten Part raus. Ich brauche wieder ein paar Minuten bis Stunden Ruhe, bis ich den nächsten Part abdrehen kann. Also schaltet rein und lasst euch überraschen, ob ich mich bis dahin wieder gefangen habe. Bis dann, ciao.